Hallo, mein Name ist Markus Dapp, ich bin IT-Stratege in der Landeshauptstadt München. Bin zum ersten Mal an einem Collaborative-Workshop zum Thema Open Government hier. Der Grund, meine Motivation ist, wir organisieren in München einen Open Government Day, also ein Projekt, das ich leite. Es geht dort darum, einerseits einen E-Participation-Prozess erstmalig auszuprobieren, zu erproben, die Bürger zu befragen, was sie von digitalen München erwarten. Und in einem zweiten Teil einen Programmierwettbewerb, einen sogenannten Apps for Democracy-Wettbewerb zu veranstalten, im Verlauf dessen die Stadt München eben auch ausgewählte Datensätze freigibt, die dann Bürgern und eben Entwicklern aus der Community zur Verfügung stehen, um hoffentlich nützliche und witzige Apps zu programmieren. Ich habe den heutigen Vormittag schon sehr genossen. Es gab sehr gute Input-Referate eben genau zu diesen Themen. Was sind Chancen und Risiken der Freigabe von Daten, also die ganze Open Data Thematik. Also unser München Open Government Day hat im Grunde vier Ziele. Das erste Ziel ist, eine Möglichkeit der E-Participation anzubieten den Bürgern, in einem kollaborativen Online-Prozess eben ihre Wünsche, Bedürfnisse, Vorschläge, Ideen zum digitalen München in den nächsten Jahren abzugeben. Das zweite Ziel ist, das Innovationspotenzial der Bürger und der Community im weiteren Sinne anzuzapfen im Sinne eines Programmierwettbewerbes, im Rahmen dessen wir als Stadt München einige Datensätze freigeben werden, auf denen die Bürger dann in einem Wettbewerb, wo es auch Preise geben wird, mitmachen können und eben Applikationen für Mobilgeräte oder für das Internet zu schreiben. Natürlich hat die Stadt München mit diesem Projekt nicht nur externe Ziele, sondern auch für uns intern. Also ein wichtiges Ziel ist natürlich, die Erkenntnisse aus beiden Prozessen in unsere E-Government-Roadmap-Planungen einzubringen, die angelaufen sind und natürlich über die nächsten 1, 2, 3 Jahre auch noch laufen werden. Und ich würde sagen, ein weiteres Ziel für die Stadt selber ist, die ganzen neuen Technologien, Web 2.0 und so weiter, und die Öffnung der Verwaltung im Sinne von Open Government sind natürlich völlig neue Themen, nicht nur für München, aber eben auch für München. Und da geht es darum, Dinge auszuprobieren. Wie gehen wir mit Social Networks um jetzt in diesem Projekt? Wie setzen wir Web 2.0 Technologien ein? Welche Gefahren drohen, aber welche Chancen bieten sich auch? Um dann am Schluss des Projektes auch sagen zu können, okay, unsere Social Media Guide sieht jetzt folgendermaßen aus. Und ich hoffe auch, dass mehr meiner Kolleginnen und Kollegen natürlich dann mit den Technologien vertraut sind und wenn wir am Schluss ein paar Ängste abgebaut haben, mit diesen neuen Technologien umzugehen, denke ich, haben wir unser Ziel erreicht.